Der Kuori liefert zurzeit wieder ganz gut. Welche Köder für welche Fische zeige ich dir? Bäm, eine Regenbogenforelle ist tatsächlich jetzt gerade erst die zweite. Schön, dass sie gerade reingerasselt ist, wo ich hier mit dem Video anfange. Ich bretter hier gerade quasi meine zweite Runde schon über den Kuori. Ich habe in den letzten Wochen regelmäßig die Fänge immer wieder so ein bisschen beobachtet und dann direkt immer geschaut. Alles klar, dicker, fetter Kuorski wurde gefangen. Wie ist denn zum Beispiel die Temperatur jetzt gerade am Kuori? Und was ist mir da aufgefallen? Immer wieder das Gleiche eigentlich. Immer wieder das Gleiche. Meistens war die Temperatur und das Wetter am Kuori um die 11 Grad und häufig leicht bewölkt bis Sonnenschein. Also das war dann meistens das Wetter, wo man dicke, fette Fische gesehen hat in den Rekorden. Ob das jetzt die ultimative Aussagekraft ist, kann man natürlich schwer sagen. Aber was man sagen kann, wir haben zumindest einen Anhaltspunkt. Und ja, ich habe mich eingeloggt heute. Es war 11 Grad am Kuori. Und was lief in den letzten Tagen sehr gut oder was läuft zurzeit sehr gut? Blaue Köder laufen sehr gut, blaue Cranks, blaue Snatcher schon seit Wochen und deswegen habe ich die natürlich als erstes reingeschmissen. Wir gehen natürlich gleich nochmal detailliert aufs Set ein. Ich bin hier relativ fein unterwegs und fahre auch immer nur eine gewisse Linie ab. Auch das zeige ich gleich nochmal in Gänze. Sieht das hier so aus, zwischenzeitlich einfach mal direkt hintereinander die Kuorskis reingeballert, wenn wir mal eben so ein bisschen nach Gewicht sortieren. Ja, haben wir dieses Ergebnis. Also keine gewaltig großen bisher, allerdings, ich sag mal so 5 bis 7 Kilo die Fische, das ist doch schon ein ganz vernünftiges Gewicht. Dafür, ja, dass es erstmal nur ein großes Testen war, sieht es gut aus und vor allem die Frequenz ist ganz gut. Und was eben auch noch schön ist, bin ich noch auf der Spur, ja, es ist ein einfaches Hin- und Her-Gefahre und es funktioniert, wie gesagt, echt ganz gut. Und immer wieder an der gleichen Stelle ballern die Kuorskis rein und deswegen fahre ich halt auch hier lang. Also, gehen wir aber nochmal als erstes auf das Setup ein. Das Setup ist relativ fein gewählt. Das bedeutet, nicht die Fische verscheuchen. Wir gehen natürlich auf den Drill sozusagen extra rein. Das hier ist jetzt mal ein Beispiel dafür. Hier natürlich eine übertrieben gute Rute mit plus 2 auf Wobblern, aber das ist natürlich auch nicht ein Must-Have. Das ist jetzt Feinschliff sozusagen. Genauso ist aber auch Feinschliff, dass man hier rangeht mit einem sehr dünnen Vorfach. Ich bin jetzt hier mit einem 12 Kilo Vorfach unterwegs, 15 Kilo Hauptschnur und ja gut, ausreichend Schnur natürlich drauf. Auch da reicht natürlich eine entsprechende Rolle. Wenn man hier eine 15 Kilo Schnur hat, braucht man natürlich keine 26 Kilo Rolle. Ist klar. Aber ich verwende die halt ganz gerne, weil da ausreichend Schnur drauf passt und es ist halt einfach entspannter für mich. Ja, Haken und Köder sieht so aus. Ganz normaler Dodger Crank, blau, normalen oder etwas besseren Haken dran geballert. Gute Qualität und ansonsten ohne Puschel tatsächlich. Funktioniert soweit ganz gut. Muss mal eben gucken, ja, wir müssen mal eben hier wenden. Wir sind ja hier schon wieder, da hinten ist der Wasserfall am 13 Meter Loch. Und ich peile da vorne jetzt wieder so das grünliche Haus an. Ab geht es. Weit genug immer auswerfen, Minimum 10 Meter, dass man die Scheuchwirkung vom Boot nicht hat. Dann auch immer ein bisschen bedenken, dass der Köder ja eine gewisse Sinktiefe hat, also dann dadurch wieder näher rankommt. Und auch das, zack, ist schon wieder drin. Gucke mal da, so soll das doch sein. Ja, also recht fein gehen wir hier dran. Ganz normale
ganz normale Haken sozusagen, keine Puschel bisher. Ich habe jetzt gerade eben erst einmal gewechselt den Snatcher. Und zwar den Snatcher, der hat diesmal jetzt die Puschel. Ich habe die ganze Zeit ohne Puschel getestet, lief auch. Und jetzt habe ich einmal den genommen mit Puschel. Und gucken wir mal, ob das ein bisschen was anderes liefert. Ja, und dann von der Route her quasi immer die gleiche Strecke. Ihr habt es vielleicht gerade schon so ein bisschen gesehen. Es ist die Linie quasi von D7 bis hin ungefähr zu G4. Hier wird dann gewendet. Das heißt eigentlich diese Linie und erfolgreich waren eigentlich immer hier diese Bereiche. Also in dem Zwischenbereich zwischen dem 7,5 Meter Loch hier und E6. Das war so der Hotspot. Immer wieder auch für den Kowalski, für den Kororski. Und deswegen bretter ich auch hier weiter hin und her. In der Hoffnung, dass da natürlich noch Größeres reinballert. Hechte waren tatsächlich auf der Linie hier auch ein paar. Von daher hat man natürlich ein gewisses Risiko, dass einem auch irgendwie aus Versehen was abgebissen wird. Ich hoffe, es passiert nicht. Bisher der größte Hecht war bei mir jetzt hier knapp unter 6 Kilo. Das Gute ist, wir haben auch noch einen Kaffeeauftrag drin mit Hechten. Und wir können dann gleich auch noch schön den Kaffeeauftrag absolvieren. 2x3 Kilo Hecht. Die Kohlen nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ansonsten, ja, einfach schön hin und her brettern und entspannt rausziehen. Was haben wir jetzt hier? Ich müsste jetzt knapp über eine Stunde sein. Genau, ich habe jetzt gerade erst das zweite Ticket angefangen mit dem, genau hier, mit dem letzten Kowalski. Der war es tatsächlich im, der war quasi tatsächlich im Drill sozusagen und da lief das Ticket aus und ja, habe ich mich also richtig entschieden, Glück gehabt, der hat dann quasi direkt das Ticket wieder finanziert, die 5 Silber. Wir schauen einfach mal eben kurz rein in den Kescher, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, alle wichtigen Infos. Heißt also, hin und her gefahren, wissen wir jetzt. Zack, zack. Köder sind, glaube ich, auch soweit klar. Was man natürlich auch noch alles testen könnte, einfach sämtliche Köder, die dir einfallen, in Blau. Ich hatte letztens ganz gute Ergebnisse auch mit den Ködern. Na, wo ist er? X-. Nee, 95, das war die Suche, richtig. Die X-Charts, genau, X- als Suche würde auch funktionieren, F95. Jenen hier, auch das Teil ist ja schön blau, auch das kann man ganz gut verwenden, hat übrigens auch ganz gut funktioniert, ganz aktuell beim Schleppen am Wolchow auf die Ladoga-Lachse. Ging also auch nochmal ganz gut. Siehste mal, jetzt ballert hier nochmal schön einer rein, damit wir das Ergebnis auch noch ein bisschen upgraden können. Eine kleine Seewarnforelle war auch mit dabei. Für die ist es ja auch immer sehr wichtig, dass man da mit einem recht feinen Setup rangeht. So, jetzt fahren wir mal eben kurz hier dran. Geht das so? Geht, perfekt. Und dann gucken wir natürlich nochmal in den Kescher rein und verkaufen das Ganze. Was hat das Ganze denn jetzt gebracht? Übrigens, wenn das Ganze schon bis jetzt geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke natürlich nicht vergessen, dass du dann die nächsten Videos auch nicht verpasst, denn hier folgen natürlich noch jede Menge weitere Videos. Alter, das ist doch schon nicht schlecht. Perfekt, 2x3 Kilo, 100 Silber sind schon im Sack. Zack, verkaufen. Dann haben wir hier bestimmt auch ausreichend, genau. 1, 2, 3, 4. 115, ja, sind wir also schon bei knapp 200 Silber. War noch was dabei? Nee, ne? Sonst nichts. 200 Silber haben wir doch schon drin. Eine Stunde 15 jetzt ungefähr unterwegs gewesen. Und dann kommt hier der Rest. Schmeckt allen. Schmeckt richtig. Alter Falter. Und dann sind wir nochmal bei 300 Silber. Alter, 336 Ocken. Ja, kann man machen. Kann man sehr gut machen. Dafür, dass das gesamte Set nur auf rund 12 Kilo ausgelegt war, kann man damit doch ordentlich Kohle machen.
Schmeckt absolut. Kratsching, Alten. Wie gesagt, wenn das Ganze geholfen hat, zack, ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.